Hi und willkommen zu Kost Vegan. Wie ihr seht, ab heute in einer neuen Küche. Und schon geht's los. Hi Leute. Moment. Und dann könnt ihr das im Grunde genauso verwenden. Ja. Los geht's. Achso. Dann werde ich natürlich irgendwann anfangen, die Rezepte zu planen. Das heißt, dann ist die Vorschlagszeit sozusagen vorüber, wenn hier ein Kasten ist, wo irgendwie drin steht, ihr braucht keine Vorschläge mehr machen oder sowas in der Art, dann braucht ihr keine Vorschläge mehr machen. Ja, heute will ich Und nach kurzer Zeit könnt ihr dann den Tofu auch dazugeben. Toll. Scheiße. Heute will ich nicht direkt ein Keksrezept zeichnen. Hi Leute und willkommen zu Kost Vegan. Ich habe heute wieder vergessen, die Uhr abzunehmen. Und sie wollte etwas haben mit vier verschiedenen Trockenfrüchten. Und die Uhr hängt immer noch in der Küche. Hi Leute und danke fürs Einschalten. Die Uhr ist wieder dabei. Und ja, sie wollte etwas haben mit Topinambur und Mohn. Und ja, zur Adventszeit oder zur Weihnachtszeit gehört für mich auf jeden Fall dazu, dass ich mich immer verspreche. Von Tina Strange Factory. Und sie wollte etwas haben mit Kofu und Kürbis. Und ja, da wollte ich so eine Art griechischen Salat machen. Und zwar habe ich den Käse? Willkommen zu Kost Vegan. Moin Leute, heute wollte ich wieder ein schönes Rezept veganisieren. Und zwar ist der Idee ist von die Ayosha. Moin Leute, es gab wieder einen Rezeptwunsch und zwar diesmal von Gela. Hi Leute, ja, das Weihnachtsfest rückt immer näher und, ne, genau, los geht's. Heute würde ich gerne Hi und willkommen zu Kost Vegan. Und zwar arme Ritter, wenn ihr das nicht kennt, das sind so quasi alte Brotscheiben oder alte Brötchen, die schon ein bisschen angetrocknet sind. Die werden dann so in Milch und Ei verrührt. Und dann fässt man sich ein bisschen kurz. Und zwar sollt ihr diesmal entscheiden, was für Zutaten es in dem nächsten interaktiven Video geben wird. Und ich rede ganz komisch und abgehackt. Und letztes Mal konntet ihr euch ja auch was wünschen, was ich denn mal versuchen soll. Ja, und so einfach könnt ihr eure eigenen Fruchtriegel machen. Eine sehr leckere Ja, heute ist der erste Advent. Naja, zumindest wenn ihr das Video heute angeklickt habt. Und zur Weihnachtszeit oder zur Adventszeit gehört für mich auf jeden Fall immer, gehört für mich ein Keks dazu. Heute wollte ich euch gerne ein Rezept zeigen, was ich eigentlich schon länger machen wollte, nämlich Tofu-Gulasch. Aus Tofu natürlich. Ach nee. Ja, vielen Dank für dieses, Und schon habt ihr eine schöne Gemüsesuppe mit sozusagen Fake Einstich. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall und zwar Tofu-Gulasch. Ja, und wenn ihr jetzt keinen Tofu mögt unbedingt, dann könnt ihr stattdessen auch Seitan nehmen. Und wenn ihr nicht unbedingt ein Fan von beidem seid, könnt ihr beides auch einfach weglassen. Und im Grunde könnt ihr auch das Gemüse und alles andere auch einfach weglassen und einfach nur Wasser trinken. Was rede ich da eigentlich? Hi Leute, heute gibt es ein kleines Experiment. Und zwar gab es wieder einen Rezeptwunsch von So ein bisschen dick ist es ja auch schon von selber geworden. Vielleicht mit einem halben Essel. Kaufen Sie jetzt die Fischgrille von Landmann. Nicht nur für Fisch. Und ja, wenn ihr wieder andere Zutatenvorschläge habt, dann schreibt mir 2 bis 3
Ich wollte heute gerne ein Rezept veganisieren. Und zwar eins, das ich damals, 1953. Das Telefon klingelt. Ihr könnt übrigens auch statt beim Abflöschen nur beim Abflöschen. Damit Simon auch mitbekriegt. Ihr könnt übrigens auch beim Ablösen statt Ablösen. Ihr kennt ja sicherlich diese Grrr. Ihr könnt übrigens auch und da war's weg.